Hallo Leute und herzlich willkommen bei B&B Car Entertainment. Heute mit unserem ersten Video im Jahr 2019. Wir sind ein bisschen spät dran, aber es hat sich ein bisschen was bei uns geändert. Und zwar der CLS 500 mit dem Prior Design, der ja unser vorheriges Projekt war. Das Fahrzeug ist nicht mehr da, das hat einen glücklichen neuen Besitzer gefunden. Und deswegen zeige ich euch heute nur mal kurz in einem kurzen Review, eine kurze Vorstellung, was unser nächstes Projektfahrzeug ist. Und ja, ich habe es hier direkt vor mir. Es ist ein CL63 AMG. Dieses Fahrzeug ist aus 2009 und hat jetzt knapp 103.000 Kilometer gelaufen, also für den Motor eigentlich so gut wie gar nichts. Ist auch Mercedes-Benz Scheckheft gepflegt von Anfang an bis nächste Woche. Da haben wir nämlich einen neuen Termin bei Mercedes für eine Inspektion. Ich glaube, das müsste die große jetzt sein. Und da werde ich auch nochmal ein Video drüber machen, was so eine Inspektion bei so einem Fahrzeug kostet, um dass ihr einfach mal einen Überblick habt. Ansonsten zum Fahrzeug ist der 6,2 Liter Maschine mit 525 PS und ist ein V8 Sauger. Das ist der letzte große Sauger, soweit ich weiß, den AMG bzw. Mercedes gebaut hat. Ja, AMG. Und war, glaube ich, als letztes noch im SL 63 verbaut, soweit ich weiß. Die anderen Fahrzeuge oder die anderen neuen Motoren waren ja alle schon Biturbo. Ansonsten, ja, ich erzähle euch mal, was wir an dem Fahrzeug gerne verändern möchten oder verändern werden. Es wird ein dezentes Tuning sein, also am Motor werden wir nichts machen. Es wird ein rein optisches Tuning sein und aber auch, ich muss sagen, in einem dezenten Rahmen, also keine großen Umbauten oder sonstiges, sondern einfach ein bisschen dezent. Und ja, ihr könnt uns gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wenn ich euch ein bisschen was erzählt habe oder was ihr vielleicht machen würdet oder was ihr vielleicht nicht machen würdet, würde uns einfach mal interessieren. Ja, fangen wir mal mit der Front an. Und zwar ist das ein Vorfacelift-Modell, wie man sehen kann, zum Beispiel an den Nebelscheinwerfern sowie auch an den Hauptscheinwerfern. Die sind beim Facelift-Modell ein bisschen anders. Und zwar beim Facelift-Modell, wo hier die Front auch drankommt. Also die Stoßstange vorne wird hier vom Facelift-Modell verbaut. Das hat nämlich keine Nebelscheinwerfer mehr, sondern die langen LED-Tagfahrlichter auf beiden Seiten. Hier vorne, die Front hier vorne ist ein bisschen anders vom Design her. Und ja, diese Stoßstange wird bei diesem Fahrzeug verbaut. Also ein bisschen moderner wird er von vorne aussehen. Hauptscheinwerfer bleiben vom Vor-Facelift-Modell, also so wie jetzt. Da werden wir nichts dran ändern. Und ja, ansonsten, was wir noch machen werden an der Front, ist den Kühlergrill, beziehungsweise den Frontgrill. Den werden wir so lassen, dieser Grill bleibt dran, aber diese Chromleisten hier links und rechts werden wir schwarz machen. Den Stern haben wir auch überlegt, schwarz zu machen, aber lassen wir erstmal so. Den können wir danach immer noch schwarz machen, aber ich denke, das sollte reichen. Vorne wird dann auch kein nichts mehr in Chrom sein. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob bei der Facelift Variante auch hier, wie hier diese Chromringe und alles auch vorhanden sind. Falls ja, das wird komplett schwarz gemacht. Ansonsten auf der Motorhaube der Stern, das ist ja noch dieser bisschen ältere Stern vom Design her mit dem Blau, der blauen Schrift, der wird auch sozusagen alles, was blau ist hier, kommt in schwarz, sowie auch der Stern an sich wird schwarz sein. Und ja, es wird nicht komplett schwarz, die, sag mal, der Bereich hier um den Stern hier, diese wird ganz normal Silber oder Chrom bleiben. Ja, das ist, was die Front angeht. Also wie gesagt, wird auch originale Front verbaut, also keine große Veränderung an sich. Nur ein bisschen aufgehübscht oder moderner gemacht. Dann gehe ich auch gleich mal weiter zur Seite bzw. zu den Felgen. Und zwar, wie ihr sehen könnt, sind hier die originalen AMG-Felgen drauf in 20 Zoll. Da war die Überlegung, ob wir da die anderen AMG-Felgen drauf machen. Auch im 5-Speichen-Design sind die, aber das sind so Doppelspeichen. Die sind eigentlich auch sehr schön, aber da sind wir uns noch nicht sicher. Vielleicht lassen wir die Felgen auch so, wie sie sind. Ist ja eigentlich an sich eine schöne Felge, passt auch zu dem Fahrzeug, finde ich. Und die werden wir vielleicht einfach in einem schönen dunklen Grau lackieren lassen, dass es auch stimmig mit dem Schwarz ist. Komplett schwarz wollen wir nicht machen, wir wollen so ein bisschen vielleicht was anderes machen mal. Und die gibt es, glaube ich, auch original in einem Grau, aber dieses Grau, was die haben vom Original, sind so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen Pastellfarbe, habe ich das Gefühl. Deswegen, da wird schon ein schöner dunkler Grauton
kommen bei der Felge. Das ist aber noch nicht hundertprozentig sicher. Könnt ihr auch gerne reinschreiben, was ihr davon haltet oder ob ihr vielleicht schon mal so ein Fahrzeug gesehen habt mit solchen Felgen in dunkelgrau. Ansonsten zeige ich euch das Fahrzeug nochmal von der Seite jetzt. Ich werde euch auch erzählen, was wir hier ändern möchten. Und zwar hier werden alle Chromelemente schwarz gemacht. Das bedeutet, die Leisten um die Fenster werden schwarz, sowie die Leiste hier unten, die kommt komplett in schwarz. Das Fahrzeug wird tiefer gelegt, aber auch dezent, also nicht viel. Er hat eigentlich schon eine gute Höhe, aber so ein bisschen Platz da haben wir noch. Also es wird leichtes, dezentes Tuning bzw. tiefer legen werden. Und ja, ansonsten ja auch, wie gesagt, hier die Schrift, weiß, ob ich schon gesagt hatte, kommt auch dann in schwarz. Also es wird komplett alles ausgeschwärzt. Dann gehe ich mal zum Heckbereich des Fahrzeugs und erzähle euch da nochmal, was wir da machen wollen. Na, wo bist du dann? So. Und zwar, was wir hier vorhaben, ist, auch hier die Stoßstange wird geändert. Und zwar kommt hier die Prior Design Stoßstange dran. Na, Kamera, wo willst du hin? Die Prior Design Stoßstange kommt hier hin, hier dran. Und zwar ist sie eigentlich gar nicht so anders wie diese Originale von AMG. Der Diffusor hat bei der Prior, na, hat bei der Originalen hat er hier diese drei, ich nenne das mal Flossen, Haifischflossen vom Prior, der hat vier dezentere, kleinere, was auch sehr stimmig aussieht. Die Stoßstange an sich hat hier an den Seiten so Lufteinlässe, was auch schön aussieht. Und ansonsten, das war es großartig von der Stoßstange vom Prior. Was wir aber noch ändern werden, ist die Endrohrblenden. Die Original-Vorfacelift vom AMG sind halt rundlich, sieht auch nicht verkehrt aus. Aber wir werden da die rechteckigen Endrohrblenden verbauen, aber nicht die originalen vom CL63 Facelift Modell, weil die sind von der Form her zwar rechteckig, aber die sind nicht so schön. Deswegen, da kommen auch originale AMG Endrohrblenden drauf, aber in einem bisschen schöneren Design. Und so wie bei unserem CLS, könnt ihr bei uns im Kanal auch sehen, wie das aussieht, oder auf Instagram unter bb_k_end. Da seht ihr auch ganz viele Bilder vom CLS und genau diese Endrohrblenden werden da verbaut. Ansonsten hier die gleiche Geschichte, Mercedes-Stern, Chromleiste, Schriftzüge, auch alles in schwarz. Heckleuchten werden ganz minimal leicht getönt, aber wie gesagt, das wird ein dezentes Tuning. Und ja, ansonsten, Heckscheibe wird noch getönt. Die Scheibe hinten werden noch getönt, dass das so ein bisschen stimmig alles aussieht. Und ich sag mal so, das war es großartig, was wir an dem Fahrzeug verändern werden, weil der sieht ja so eigentlich ganz gut aus. Und mehr werden wir da erstmal nicht machen. Ich gehe noch mal einmal rum für euch, dass ihr das Fahrzeug auch mal von allen Seiten gesehen habt. Ja, das Fahrzeug ist schon, das hat schon was. Das ist ja, mittlerweile heißt es ja wieder S-Klasse Coupé oder S-Coupé. CL hieß es davor. Na, Kamera, wo willst du hin? Jetzt haben sie es wieder S-Klasse Coupé genannt. Basiert ja auf dem W221 der CL hier, der 216er. Und na, Kamera, heute haben wir uns nicht so lieb, habe ich das Gefühl. Ja, ansonsten, super schönes Auto, hat auf jeden Fall was. Ja, dann würde ich sagen, zeige ich euch noch mal kurz, wie das Fahrzeug von innen aussieht. Und ja, so, dann gehen wir mal rein ins Fahrzeug. Mache ich mal auf. So sieht das Auto von innen aus. Also wirklich alles super Qualität, auch mit der Türbeleuchtung. Das hat schon was. Da merkt man auch wirklich hier, ich sag mal, die S-Klasse in dem Fahrzeug. Ich bin auch der Meinung, der CL war damals das teuerste Fahrzeug, was Mercedes im Angebot hatte.
Also war noch mal teurer als die S-Klasse. Und ja, man sieht schon hier die Qualität, die Verarbeitung. Es ist wirklich alles in Leder. Elektrische Sitze, klimatisierte Sitze, Memory-Funktion, anklappbare Außenspiegel, elektrische Heckklappenöffnung. Also das hat schon was, ne? Und hier noch die AMG-Schriftzüge an der Seite. Zeige ich euch nochmal von hier. Die AMG-typischen Sitze, gelochtes Leder, richtig schöne dicke Backen an der Seite. Der hier hat noch, ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann, das Designo Alcantara Paket, also Dachhimmel im schwarzen oder dunkelgrauen Alcantara, Schiebedach, also schon was Feines. Zeige ich euch nochmal hinten die Rücksitzbank. Mit so Ablage, mit noch einem Ablagefach, Mittelarmlehne, Kopfstützen hinten sind auch elektrisch umklappbar und auch wieder, kann sie auch wieder hoch machen. Sonnenrollo hinten. Ja, dann würde ich sagen, steige ich kurz ein. Zeige euch hier das schöne AMG-Lenkrad. Finde ich ein bisschen schade eigentlich, ehrlich gesagt. Ich glaube, bei den neuen Modellen ist es. Ich weiß nicht, ob es beim CL das auch gab. Vielleicht beim Facelift, beim Vor-Facelift jedenfalls. Also hier, man sieht schon, ist auch gelochtes Leder. Hier ist wieder glattes Leder. Man sieht zwar, dass es ein Sportlenkrad ist, aber ohne AMG-Schriftzug oder sonstiges, finde ich ein bisschen schade. Aber es sieht ja sehr sportlich aus und es passt ja auch irgendwie zum Fahrzeug, ne? Ansonsten, was es noch gab, das finde ich auch sehr schön. Und zwar diese Airbag-Abdeckung gibt es auch bei dem auch nochmal in Leder mit schönen Nähten. Hat der hier auch nicht, aber gut, das sind so Kleinigkeiten, denke ich mal, auf die man auch gerne verzichtet, eventuell, wenn man mit so einem Fahrzeug fährt. Schaltwippen ist klar. Gehört auch zum Standard des Fahrzeugs beim 63 AMG. Dann hat er hier noch die Night Vision-Funktion. Weil er hat ja ein digitales Cockpit oder halbdigital, wie man das auch nennen möchte. Start-Stopp-Knopf. Das Fahrzeug hat auch Keyless Go. Ich kann ja mal kurz die Zündung anmachen. Ja, ansonsten. Genau, hier sieht man das eigentlich ganz gut, wenn man fokussieren würde. Ansonsten, ja, wie gesagt, die Night Vision. Mal gucken, ob die funktioniert, weil die funktioniert ja auch meistens nur. Ich glaube, das ist nicht richtig. Das ist ja Stufe 1, jetzt ist Stufe 2. Ob die jetzt schon funktioniert? Ja, sehen wir hier, ne? Also, das ist schon, ich sag mal so, natürlich sagt man, das Auto ist jetzt 10 Jahre alt. Wie kann das sein? Aber man muss auch überlegen, in 2009 gab es ja auch schon das iPhone 4 oder 5. Also, so weit weg sind wir nicht mehr, ne? Dass man da vor 10 Jahren noch, keine Ahnung, ein Telefon hatte mit einer Wählscheibe, ne? Also das ist schon nicht mehr so die alten Sachen. Hier auch noch diese schöne Uhr, ist halt auch Geschmackssache, ne? Aber mit AMG-Schriftzug auch noch hier unten. Ansonsten klar, großes Navi, das Command, das war glaube ich Serie bei dem Fahrzeug. Hier haben wir noch ein paar Tasten, hier können wir das Fahrzeug anheben, ESP ausschalten, Parksensoren ausschalten. Dann haben wir hier unten diese Taste hier, können wir das Display drehen. Ich weiß nicht, ob ihr seht, dass es sich dreht. Also einmal zum Fahrer, in die Mitte und dann zum Beifahrer. Spielerei, klar. Unten hier die Helligkeit, Einstellung der Instrumententafel. Beziehungsweise hier vom Display und wie auch hier vom Multimedia-System. Ansonsten hier typisch S-Klasse. Die Bedienelemente für die Klimaanlage. Anzeige haben wir hier unten. Also wenn ich jetzt hier die Temperatur verstelle, dann sehen wir das auch hier. Ansonsten hier diesen typischen Drehknopf, den es gab, mit dem Fahrmodi-Schalter bzw. Komfort, Sport und manuell. Das ist hier, wie gesagt, für die Kopfstützen für hinten. Dann haben wir hier so einen Favoritenknopf, da können wir auswählen, was mit dieser Taste oder auf diese Taste einige Sachen oder Funktionen belegen. Wir haben hier das Heckrollo, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann, dass wir das öffnen und schließen können. Ansonsten hier für das Radio
an Ausschalter, Lautstärkenregelung und Stummtaste, Telefonnavigation, CD-Wechsler und die Zurücktaste. Ja, ansonsten, was haben wir hier noch? Ja, wie gesagt, diese schönen Türbeleuchtungen sieht man natürlich noch hier oben. Sieht man natürlich erst am Abend viel besser. Jetzt ist es noch relativ hell. Ansonsten Parkbremse, typisch Mercedes, und Tempomat hat das Fahrzeug. Hier die Regler für die Beleuchtung vom Fahrzeug. Ja, ich würde sagen, das war's erstmal. Wie gesagt, ich wollte das Video eigentlich kurz halten, jetzt sind wir schon ein paar Minuten dran. Ich werde euch noch ein paar andere Funktionen zeigen, wie auch hier, das ist zum Beispiel für die Sitze die Einstellung. Das Fahrzeug hat ja auch Massagesitze, dann dynamische Sitze, das heißt, wenn man lenkt, dann plustern oder polstern oder pumpen sich die Seitenteile des Fahrzeugs an mit der Lenkung und so Geschichten. Also das ist schon, er hat schon wirklich eine sehr gute Ausstattung hier. Sprachbedienung und so Sachen. Also ja, wie gesagt, das ist erstmal hier zum Fahrzeug, dass ihr seht, mit was unser nächstes Projekt ist. Und ja, ich hoffe, euch hat das Fahrzeug gefallen. Falls ihr Ideen habt oder Fragen habt zum Fahrzeug, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Und ich würde sagen, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.